So, da bin ich wieder. Ich will jetzt nicht zu Martin gehen, ich habe Angst vor dem. Aber ich gehe trotzdem. Moin. Auch nicht schon wieder die Hupe erholen, so ein Person. Seht ihr, da antwortet er schon nicht mehr. Ey, ich lese gerade einen Chat bei mir im Stream. Ja, ich lese dir was vor, okay? Lars hat ein. Lars hat ein Kinder, du. Lars hat zwei Kinder, du. Lars hat drei Kinder, du. Lars hat vier Kinder, du. Lars hat fünf Kinder, du. Ey, Lars hat sechs Kinder, du. Lars hat sieben Kinder, du. Lars. Nein, ich habe gerade eine leichte Diskussion bei mir im Stream-Chat, weil einer meinte, warum ich Aternos bzw. Xarath benutze. Aber ich meine jetzt ja, weil für mich. Wieso nicht? Warum nicht? Exarathon vor allem. Du kannst gut einstellen, er hat eine super Leistung, weil wir waren nur mit so 10 Leuten drauf, hat perfekt funktioniert. Der Rahmen ist ja nicht das Wichtigste für einen Server. Doch! Das sind die Maschen von zu Hostern, die verkaufen dir einen billigen Rahmen und dann hast du irgendwelche EPYC oder XEON und CPU, die alles ziemlich ausbremst. Also, ist noch nie von das so einem EPYC oder XEON. Ist nicht so. Hast du was gehört? Ist nicht so. Hast du sowas schon mal gehört? Nee, ist aber auch nicht so. Digga, also Parsec-Live. Keine Ahnung, was du für ein Scheiß mir gerade erzählst von einer EPYC oder einer XEON. Es kann schon sein, dass das der ein oder andere macht, aber normalerweise nicht, weil es zu teuer ist, der ganze Scheiß an sich dann schon. Ich hab diesen Scheiß noch nie gehört, was der da gerade geschrieben hat, so. Aus dem Exarathon zeichnet sich ja eher dadurch aus, dass du ihn an- und ausschalten kannst. Da das Prinzip von AWS, also von den Amazon-Diensten, wir sind Prozessoren. Du zahlst nur Geld, wenn er läuft. Also von daher ist ja das am besten für dich. Weil, ganz ehrlich, Leute, zockt auf Martins Server zockt er vielleicht so einen Monat, wenn es hochkommt, vielleicht 10 Stunden in der Spielzeit. Naja, ich hab einen Spieler gerade durch den Stream drauf bekommen. Das gerade Spieler durch den Stream. Ja, aber du hast trotzdem nicht so viel Spielzeit im Monat. Ist so. Der Server wäre sonst eigentlich. Das einzige, wieder ich spiele mal eine Stunde oder zwei Stunden maximal am Abend und mehr ist da nicht. Dazu kommt noch bei Exarathon, was ich auch sehr gut finde, das flexible Anpassen des Servers. Ich kann den von heute auf morgen auf 24 GB RAM setzen, wenn ich möchte. Das heißt, ich kann voll leisten. Der einzige Nachteil bei Exarathon, muss ich ganz klar sagen, ist Speicher und das mit den Backups, das ist nicht ganz so toll gelöst. Also, wäre schon toll, wenn sie noch eine andere Lösung haben. Aber sonst ist der tatsächlich für die Mehrheit von kleinen Servernetzwerken eigentlich am sinnvollsten. Weil wofür soll ich 24/7 hosten, wenn da keiner da ist? Juckt mich nicht. Ja, hat er mich gerade gekillt, Alter? Na, kill ihn doch einfach. Übrigens. Jo, Dicky, okay, wir machen dieses Spielchen. Ah, sorry. Hab ich dir schon erzählt, ich habe 7 Packungen Kinder, du? Alter. Noch? Also eigentlich habe ich nur 5, weil ich noch 2 einer Kollegin gebe. Ja. Ich habe ganz viel Kinder Twix salzig, also ich finde das richtig geil, Karamell salty. Dann habe ich noch 2 Packungen Haribo. Ich muss mir kurz entstellen. Eine Tüte Trollis. Kaugummis. Keine Ahnung. Okay, und Mentos. Und Mentos habe ich. Junge, heute war wieder Abverkauf. Junge, ich klatsche dich ab mit meinem Nightmare, Alter, Junge. Jetzt habe ich habe einen ganzen Karton Kinder-Du gekauft. Bei uns in der Firma, Mann. Und weißt du, was das Schlimme ist? Es wird ja nicht besser in den nächsten Monaten. Es wird erst ab Januar. Fuck with fuckers, mein Guter. You gonna fuck with motherfucking. Du solltest fuckers, dieses Wort Alter. Nicht so oft sagen. Eigentlich ist das jetzt nicht so das Wort, was Twitch gerne in ihren Streams hat. Ja, stimmt auch. Und das N-Wort darfst du auch nicht sagen. Rette GHG. Hey. Ich fahr gerne Panzer. Ich fahr gerne Panzer. Ich mag Züge. Muss am Buß- und B-Tag arbeiten. Was für ein Scheiß. Weißt du, da muss ja jeder arbeiten an dem Tag. Da hast du nur als Schüler frei. Aber bei mir ist das genau ein Berufsschulblock. Ich habe aber keinen frei. Ich muss 8 Stunden Malorchen gehen dann trotzdem. Aber wenn ich Urlaub nehmen würde, würde ich den zu 100% frei bekommen. Aber ich nehme keinen Urlaub. Ich habe nur noch 3,5 Tage, die ich noch irgendwo verplanen muss. Und ich habe am Ende des Jahres schon 1,5 Wochen am Stück. Ha, ja.
Aber ich darf Homeoffice. Ich darf Homeoffice machen. Martin, wie ist bei dir Homeoffice so? Schon entspannt bei dir, oder? Eigentlich. Du hast noch nie Homeoffice gemacht in deinem Job. Warte mal, der Chat, den kann ich behalten. Das ist gestohlen. Das ist gestohlen. Das ist gestohlen. Das ist gestohlen. Stackweise gestohlen. Gestohlen. Auf jeden Fall gestohlen. Und dann bann ihn endlich. Dann bann ihn. Ja, Digga, was wahrscheinlich. Also, du hast einen Linzbaum. Linzbaum ist ein fucking Sword, das eins Lind gehört hat. Ein Veteranspieler auf diesem Server. Bann ihn. Das eigentlich? Bann ihn doch endlich, mein Gott. Das ist Diebstahlverstöß gegen die Regeln. Schon vergessen? Ja, nee. Doch. Ja, was? Nee, mit Linzbaum. Erklär mir deine Geschichte mit Linzbaum. Erklär mir diese, nur Linzbaum. Geil, Salzkorn. Wie kommst du an ein Sword, das nach Linzbaum benannt ist? Das den Player vor Ewigkeiten gehört hat? Und die Frage, wie kommst du an Full Nether Raid? Obwohl du nur das Diamond Achievement hast und nicht mal wie eine Diebe für Nether hast. Wir haben kein Ancient Debris Achievement bekommen. Was kann man noch wegen haben? Achievements eigentlich nichts mehr bei das. Ja, Alter, das hat er. Nein, hat er überhaupt einzeln Achievements? Die brauchst du auch überhaupt und so weiter. Ich bin sein Vater. Ich glaube, Lind war ein Mädchen, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen. Ich hab den Fucker, Digga. Und viel warst du ihr Vater, Alter. Und vielleicht warst du ihr Führer. Überhaupt, Alter. War nicht. Ja, ich will echt mal die Arme zurückbekommen. Wann krieg ich eigentlich endlich mal wieder? OP auf deinem Server. Hoppala. Oh, ah, er hat das Game verlassen, weshalb auch immer. Ich würde ihn auch gleich einen Twitch-Chat bannen an deiner Stelle. Und das mache ich ernsthaft. Weil solche Menschen gehen dir nur auf den Sack. Das Ding ist, wenn ich halt, wenn du streamst auf dem Server, du brauchst gefühlt immer noch einen, der immer irgendwie im Hintergrund Spectator gehen kann und auch solche Leute auch. Ja, also schon wieder, den musst du bannen. Dass die nicht mal, weißt du, dass die nicht mal hallo, Luca. An Rüstung kommen. Connection Reset sorry, dann bin ich runtergeflogen. Wieso kann ich mich auf deinen Server einloggen? Der stoppt gerade. Wieso? Keine Ahnung. Bann den endlich. Ein Punkt, was ich mir denken könnte, dass er sich, er speichert sich gerade noch. Ja, er macht gerade das mit dem Speicher. Macht jetzt gerade ein Backup. Nee, er speichert sich gerade nochmal. Hallo Luca, schön, dass du auch mal wieder bei mir bist. Ich streame jetzt früher auf Lock. Eine Stunde früher. Das ist ja das Ding, was ich halt zum Beispiel bei dir immer gerne gemacht habe, wenn du streamst, einfach mal Spectator gehen. Oder was ich gerne auch hatte, damit ich gestreamt habe. Spectator, dass der immer im Hintergrund mitschauen kann oder halt auch so dabei sein kann. Ja, aber ich bin vor der Kamera. Ich bin nicht so ein Noob wie du und bin hinter der Kamera. Deswegen wollte ich auch bei deinen Server Spectator haben, dass ich auch solche Leute beachten kann. Hast du ja. Yo, Lars, hier, schau mal, habe ich doch mal schon mal einen gesagt, wo ich sagte, yo, Lars, schau mal hier, da und da, die Location. Der hat das und das gemacht, hier gestohlen, das genommen, auf einmal dieses Dach im Inventory gehabt, da X-Ray gehabt oder so, whatever shit. Kannst du ja auch. Möglicherweise kann das, glaube ich, auch. Deswegen meine ich ja. Deswegen habe ich gerne trotzdem einen Backup. Der sagt, du schaust auf. Und das Ding ist, ich hatte gerade 4 Zuschauer, Junge. 4. Ja, ich habe ihn jetzt abgeluchst, kein Problem. dieser Verräter hat gar nicht mal im Chat geschrieben. Ja, ich habe gehört, dass du ihn bannen sollst. Die sehr viele Kerne bis zu 96 und die Hoster haben sowas wie den Stun, das Episode zu legen. Ja, aber die haben keinen von AMD, die haben Intel. Das ist so. Aber ganz ehrlich, Junge, ich komme so einfach mit diesem Server zurecht. Ich brauche nicht mehr als diesen Server. Martin hat vor einem halben Jahr 20 Euro eingezahlt und ist das noch nicht mal weg oder so. Ey, 20 Euro für 2000 Coins? Ich habe gerade 1500 Coins drin. 1512 Coins. So, das geht. Ja, ich sag ja, du hast seit einem halben Jahr nichts ausgegeben wirklich für den Server. Du hast nicht mal 20 Euro. Ich habe nicht mal 10 Euro. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, 10 Euro ist Budget pro für den Server. Ich dachte immer, das wird Exaraton vom Rahmen her sprengen. Würde das so sein? Wasser backe Dinge, dann hau ich auch noch Geld rein. Weil ich habe so viele Credits, Junge, die brauche ich nicht alle. Ja, läuft wollte ich. Ich glaube aber mein Server läuft immer im Port. Er läuft jetzt neuerdings über einen Credit-Port. Der sind ein paar Credits da drinnen. Ja, aber. Ich gar nicht weiß, wie viel der hat. Ja, ich muss meins mal machen. Stimmt schon.
Auch weil, wenn du da spendest, muss ich nichts versteuern. In Führungszeiten. Genau. Das ist billiger. Da kann man zum Beispiel, ich und andere rein spenden, rein geben. Genau, dann tue ich Lukas erstmal einen Zugang machen, dann kann Lukas erstmal ordentlich da Geld da lassen. Ja, die GRG, schauen wir uns mal den an hier. Weil das Schöne auch exakt dran ist, ich kann die Inventare von jedem anschauen, jeden einzelnen Player. Na, wir haben noch gar nicht geguckt, ob das geht. Ich kann die Inventare von jedem anschauen, ich sehe Level 0, er hatte 2 Herzen, ich kann ihn heilen, ich kann ihn töten, aussuchen und füttern kann ich ihn theoretisch, Whitelisten, gebannt. Du kannst ihn füttern. Ja, halt, das ist das deutsche Ding. Und ich sehe halt, was er in seinem Image hat. Verbrennung als Eisenschwert. Die halt seine ganzen Dinge, seine aktuellen. Luca, was ist denn schon wieder mit dir los? Willst du wieder irgendwelche komischen Shorts schneiden oder was ist bei dir falsch? Wo kann ich das denn machen? Er hat halt bloß Stein, Eichenstein, Merkbank, Gras, Erde, Schmiedetisch, Schwarzeichen, Holz, Gras, Blöcke, Ofen. Er hat halt bloß ein paar Blöcke abgebaut. Er hat halt, wie lange hat er gespielt? Player Kills 2, eine KD von 2, weil ich ihn noch nicht gekillt habe. Er hat mich zweimal gekillt. Spielzeit von 17 Minuten, kommt er mit Full Netherite und Linz Baum. Ich werde hier um die Ecke, Digga, verarschen. Wo ist Hype? A, B, C, D, E, F, G. Noch kommt H. G, 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 da. Hä? Ich bin gerade auf Exarathon. Das Nachteil ist, ich kann hier nichts. Aber ich kann auch, ey, man kann sogar in die Ender-Chest schauen. Warte mal, hat sich das überhaupt resettet? Sagt er mir gleich, er hat kein Backup. Nein. Nee, warte mal. Also meine Armor-Pieces sind noch alle in meiner EC. Ey, ich kann nicht. Ich kann nicht aushungern, ich kann nicht füttern. Ey, das geht echt. Man kann die sogar in die EC gucken. Ja. Und ich sehe sogar, dass du einen Kopf drauf hast, aber das ist ein Steve-Kopf hier. Ey, man sieht sogar deine Stunts. Ja. Ey, Martin, du verbringst etwas arg viel Zeit auf meinem Server, kann das sein? Nicht so. Willst du wissen, was drinsteht? Raus. Fast 154 Stunden. Noch 13 Minuten, hast du es fast. 154? Was? Wie viele Stunden? 153 Stunden und 47 Minuten. 153 Stunden. Du musst also, aber du musst ihn noch verbessern. Du hast eine KD von 81. Du musst über 1 sein, das ist dir bewusst, oder? Nur dann bist du gut. Ich muss viel mehr Player killen einfach. Mhm. Hier war er unterwegs, da hat er Enderperlen gesnackt. Das ist die 2 Enderperlen weg. Ja, er war hier. Wo bin ich eigentlich hier drauf auf der scheiß fucking Liste? Warte mal, ich bin Lars immer noch. Da war ich. Wie ist meine KD? Scheiße, meine ist ja auch nicht mal auf 1. Meine ist bei 0,9. Ich habe übrigens fast 400 Stunden. Schäm dich, wie schlecht du bist. Ich habe fast 4 Stunden. Also ich frage dich, wie wird Gordon ins Baum gekommen? Ich habe, glaube ich, jedes Item gefunden tatsächlich schon in Minecraft jetzt. Und in der Hand gehabt. Wenn ich mir die Statistik hier so angucke. Naja, noch nicht alle Betten, glaube ich, aber gut. Da fehlt mir noch. Ich hatte aber schon gelbe Böcke. Strecke gesprintet. Ich bin über 1.255.098 Blöcke schon gegangen. Habe ich zurückgelegt. Gegangen oder gesprintet? Zurückgelegt. Gesprungen bin ich davon 726.000, gelaufen bin ich 302.000, geschwommen 48.000, 47.000 unter Wasser, gefallen bin ich 30.000. In Boot gefallen bin ich, achso, da bin ich ins Boot gefallen, mehrfach da, okay. Strecke auf dem Wasser zurückgelegt habe ich 19, auf dem Pferd 18.000. 13.000 bin ich geklettert. 9.000 mit der Elytra. 8.000 geschlichen und mit der Lore habe ich 140 gebracht. Ey, der kannst ja. Ist halt leer. Also, hä? Es macht halt null Sinn, wenn die gesagt hat, dass es ihr Vater ist. Jetzt kriegst du Schwachsinn gerade, Junge. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass die Eltern von jetzigen Leuten wirklich. Wirklich, wirklich Minecraft spielen, die Mehrheit. Das Ding ist, ich finde bloß das Schwert nicht mehr. Also keine Ahnung, was Schwert das hier gekommen ist. Von ihr einzelnen Schwert. Ja, aber das kannst du aus den Backup-Daten holen, theoretisch. Range, theoretisch. Ich weiß aber nicht genau, wie irgendwie. Das macht aber nichts kaputt, weil das war bloß ein Netherite-Schwert mit Sharp 2. Ja, ja. Du kannst ja diese Datei, wo das Netherite-Schwert drin gespeichert ist, kannst du hier rausholen irgendwie.
und rüberziehen. Das ist ja kein Stress. Ja, deswegen. Und ich meine, wenn ich das überhaupt brauche, das hat kein Mensch gebraucht. Das war eben nur irgendwie. Was mich aber gewundert, wo er das her hat. Ob er es irgendwo her hat oder. Er hat's geklaut. Mein Gott, was glaubst du? Der ist auf den Server gejoint und hat direkt sich das erstbeste Gebäude gesucht, wahrscheinlich. Ja, der ist halt hinten über Swamp gegangen. Und du kannst sagen, von hinten an die Hauptstadt angekommen. So wie ich es immer beim Kiffen mache, aber das ist ein anderes Thema. Aufklärung machen wir dann nächste Woche. Da reden wir anders mal darüber. Wieso, das juckt mich doch nicht. Dann streame ich halt 3 Wochen nicht. Ja! Ich bin gesperrt! 3 Wochen arbeite nicht! Ja! Ja, der ist hier über den Swamp reingegangen, das ist wirklich wichtig. Ach ja. Keine Ahnung. Der Sing ist halt, er hat angefangen mit seiner Netherrad Mist. Er ist gleich zu mir den TPA geschickt und mich halt gleich gekillt, weil er wusste, dass ich halt nur gerade Eisen trage. Ja, der schaut vielleicht möglicherweise deinen Stream, hat er geschaut. Das nennt man dann Stream Snipe, Fan. Das nennt man Stream Snipe. Er hat gesehen, ich habe mir neue Eisenboots, neuen Helm gecraftet, weil die fast down waren, und dann hat er sich zu mir TPA im Swamp geschickt und halt zweimal erstmal geklatscht, bis ich. Und dann meine EC gleich wieder von hinten geklatscht und dann, bis ich meine Rüstung das zweite Mal anhatte. Ja, da kannst du das vergessen, weil, ich weiß nicht, hast du mal unsere OP-Rüstung schon mal gesehen, die wir auf dem Server haben? Ja, ich hatte auch einen, also niedrigste Stufe hatte ich. Kann mir die kaufen. Nein. Ich meine, was halt die macht, wenn du halt diese. Du bist nicht in meinem Stream drin, oder? Nö. Also, Fun Fact, wenn du halt die Rüstung anziehst am Server, du hast erstmal 3 Herz rein. Oh, geil, dann brauche ich die. Weil ich bin echt scheiße. Du hast 3 Herz rein. Ja, sag ich doch, brauche ich! Ich bin scheiße! Du hast durch den Server eine Dauer Regeneration, glaube ich, und einen Resistenz-Effekt mit dazu. Ich muss ja schon wieder aus Reichweite mit Beans rausgehen. Also, du hast auf jeden Fall 3 Herz rein, das ist Punkt 1. Das ist sehr stark Blast Resistance und so ein Shit. Player kann ich nicht töten, sondern du kannst Play. Also, du hast Brot 5, Soul Speed 3 zum Beispiel, Dornen 5 drauf. Auf den Boots. Born 5 gibt's doch gar nicht im normalen Vanilla. Ja, Command halt. Ja, aber im Vanilla gibt's ja nicht pur. Nee. Zum Beispiel jetzt halt, was soll ich dir vorlesen? Die Chestplate zum Beispiel. Fire Protection 5, Protection 5, Dornen 5, Unbreaking X, Mending. Dann hast du Van on Body 2, Knockback Resistance, 8 Armor Toughness, 1 Attack Damage, 0,01 Speed, 10 maximale Health mit drauf. Die Hose kannst du sagen, genau das gleiche mit Swift Sneak 5 combinated. Halt auch. Der schnieft sich immer eine, der Alte. Shit, einfach durch. Du hast hier Respiration 3, Aqua Affinity, Fire, halt alles auf dem Helm wieder mit drauf geballert, genauso. Seh dir, und der ist schon high. Du hast dann halt 3 Herz rein. Ja, brauche ich. Wann krieg ich die Ausrüstung? Weil ich bin scheiße. Ja, aber ich bin scheiße. Ich bin ein großer Streamer. Du musst dich trotzdem verdienen. Ja, ich bin ein großer Streamer, ich mach Werbung für dich, Digga. Dass du für mich Werbung machen würdest. Nö. Außer du bezahlst mich dafür, aber das ist ein anderes Thema. Obwohl, dann habe ich wieder einen steuerlichen Albtraum. Nee, das lass mal lieber. Außerdem müsste ich dann eine Rechnung schreiben, das wäre ja noch schlimmer. Weil Martin schreibt ja dann keine Rechnung, sondern ich schreibe eine Rechnung an Martin und Martin muss die dann begleichen. Oh Mann, meine Schwester hat kein Internet und ich kann jetzt nichts machen. Nee, ich stream jetzt. Ich habe jetzt geschrieben, ich finde das gut. Die Kinderheit, die Jugend von heute ist eh schon unten durch. Braucht das nicht. Braucht kein Internet. Hier, du hast Dolphin's Grace, Resistance 4, Water Briefing, Night Vision, Regeneration. Konstant. Am Spot hier ist ein Battle Cross mit ein paar Command Blocks im Post. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast. Ja. Die Command Blocks geben dir Defekte. Du hast mich, glaube ich, sogar verschleppt in den Keller. Resistance 4, Water Briefing. Du hast Water Briefing, du brauchst dann eigentlich nicht mehr die Respiration dafür. Und das wird. Jetzt habe ich die Glock aktiviert und läuft konstant die Glock durch. Aber wenn keiner aktiv ist, haben wir eh die Glock immer aus. Ich weiß, wieso der Rechner von meiner Schwester nicht funktioniert. Ey, weißt du, man erklärt einmal was und niemand hört einem zu. Oh. Nein, das ist ein größeres Problem. Bitte sag mir nicht, dass es das Problem ist, was ich denke gerade eben. Ich muss das bitte zum Schatten bringen.
Macht er das? Hä? Ah, doch, das macht er. Hä, wieso hat er mich dann rausgeschmissen gerade bei dem Programm? Ach ja. Ja, mir funktioniert das Ganze auch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Weißt du, Martin, erstmal erklär Leuten, die keine Ahnung haben vom überhaupt. Lars, darf ich noch kurz was sagen, was dich hier richtig reizen würde? Das Schwert. Band of Atropos. Du weißt, dass ich dir nicht zuhöre, ne? Fire Aspect X, Knockback 5, Looting X, Mending, Sharpness Level 20, Smite X, Sweeping Edge X, Unbreaking X, hast du 18,5 Attack Damage. Mit dem Sword. Natürlich kannst du dir dann auch zum Beispiel auch die Plasma-Kanone dazu kaufen, die halt einen Bam-Bam-Bam-Speeder, einen schönen Power 10 Damage hat. Oder einen Rocket Launcher, der halt zack, 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 Quick Charge 5 hat. Der macht halt sup, wie so eine MG eigentlich richtig. Bam-Bam-Bam. Nur so, an dem Punkt. Ich hab gerade ein anderes Problem. Scheiße. Oh Mann, das heißt der PC, ich muss den Serverschrank nochmal umbauen. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Da freut sich meine Schwester. Ich habe dir doch erzählt, dass ich so Remote-Rechner eingerichtet habe bei uns, ne, im Haus. Das sieht so aus, als müsste ich den von meiner Schwester wieder abbauen und hier anschließen, weil ich noch was auf dem Mainboard ändern muss. Im BIOS. Und oh, das ist wieder lustig, weil dann muss ich den abbauen hier oben, weil ich hier oben noch einen Bildschirm habe, wo ich das Ding anschließen kann. Und das sieht tatsächlich danach aus, weil um Strom zu sparen, will ich das ja so machen, dass die nach 5 Minuten in Standby gehen, was ja auch gut ist. Weil ich muss ja nicht Strom unendlich rauspushen. Und dann musst du aber einen Wake-On-Befehl schicken, sozusagen, dass die aufwachen, die Rechner. Und der funktioniert nicht. Und das kann eigentlich nur daran liegen, dass diese Einstellung nicht gesetzt ist, weil die einzige ist, die ich nicht gesetzt habe auf dem Rechner. Bling. Ach ja. Ist das nicht schön? Ja, aber. Was? Wusstest du, dass ich das gleich hab? Es ist Warp. Schick. Warum bist du wieder tot? Ich baue jetzt meine Kaktusfarm. Also, das Kaktusschwert auch, Junge. Oha, Junge, der Typ. Ich bin aus. Oder? Ich bin voll equipped. Warum sind sie? Ja, ich bin aber auch voll equipped. Weiß. Ja, eine gute. Ich schwimme einfach weiter auf meinem Server. Ja, ja. Es war halt wieder diese kurze kleine tolle Push, wenn Leute nur online kommen. Ja. Aber dann so ein Scheiß kommt. Leider so. Man hört mein Tippen bis nach unten. Ey, ich spät's. Wenn keine Aktion durchgeführt wird, getrennt abbrechen. Ich möchte nicht, dass meine Schwester jetzt auf den Rechner zugreifen kann. aber das habe ich auch noch nicht richtig eingestellt. Eigentlich soll der Root auch meine Schwester rausschmeißen können. Ja. Naja, ein Admin sollte einen normalen Teilnehmer immer die Verbindung, also herunterfahren, dessen Benutzerkonto. Ohne Aufforderung. Ey, ich muss. Ich hab die ganze Nacht einen Schnarke neben mir im Ohr. Ja, ich hab dir aber auch ganz ehrlich gesagt, du wohnst echt in einem Scheißkaff. Ich glaube, ich hab's gefunden. Warte mal kurz. Außerdem, wie man meine Taste hat, wie hört man meinen Tippen bis nach unten? Kann mir das mal jemand erklären?
Ich habe zwar keine leise Tastatur, aber auch keine laute. Jetzt fragt sie schon, ob ich auf ihrem Computer angemeldet bin. Oh Mann, ich bin nicht so asozial, komm. Was doch nicht. Keine Ahnung, irgendwo ist es schon drin. Okay, die Verbindung wurde getrennt. So. Das heißt aber, bei der hier am Computer muss ich noch was ändern. Und ich hasse es immer, in Rechnern ins BIOS zu gehen. Weil erstmal piept dann eine Batterie ganz laut und weiter geht's. Meine Schwester freut sich jetzt, weil ich gerade rausgegangen bin und sie jetzt auf dem Computer sich anmelden kann. Ja, wenn ich das wieder nutzen kann. Armes Kind. Ich glaube, ich habe Sand verschwendet. Ich bin froh, dass er überhaupt einen PC hat. Vor allem von meinem Gehalt. Mit dem, was du hast. Ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen. Ich krieg Dingausgleich. Wie heißt nicht Insolvenzausgleich, sondern wie heißt wenn Geld weniger wert ist. Inflation. Inflationsausgleich, 100 Euro jeden Monat. Ah, ja, und die Buchhaltung, ja, die hat, keine Ahnung, zu viel Schnaps getrunken, wahrscheinlich bei der Buchhaltung oder so. Auf jeden Fall, wenn ich mir den Auszug anschaue, ich musste mir den heute nochmal händisch abholen, eigentlich kann ich das alles digital. Ja, das eigentlich digital abfragen. Stand, die hat sie erstmal entschuldigt, die nette, meine Personal-A-Leiterin, die für die Azubis zuständig ist. Ihr tut so leid, dass die Buchhaltung alles verkackt haben. Also erstmal ist mir diese Woche aufgefallen, ich soll angeblich 7 Tage in der Woche in die Schulberufsschule gehen. Obwohl es halt nur 5 Schultage sind. Das ist schon mal Punkt 1 der wichtigen Information. Punkt 2 soll ich... man kriegt ja bei uns diesen Zuschlag, Inflationszuschlag. Warte mal, habe ich die Rechnung nicht sogar irgendwann, kann ich mal vorlesen, was da draufsteht in dem Fall. Ich habe Eisen gefunden. Ja. Und ich glaube, das ist super lustig. Muss ich nur finden. Glaubst du es? Ja, klar. Warum weißt du das nicht? Sonstige Sachbezüge minus 100 Euro. Sonstige Sachbezüge minus 100 Euro. Das heißt, minus 200 Euro steht hier auf der Rechnung. Wir werden aber 200 Euro mehr überwiesen. Für den Monat. Naja. Du musst ja auch oben. Also es gibt einmal bei uns so einen Bereich, wo alle drinstehen. Unten wird dann zusammen verrechnet, ne? Netto. Weil oben ist Brutto und unten steht Netto. Bruttobezüge ist meine Ausbildungsvergütung, passt. Meine Fahrtkosten, passt auch. Inflationsprämie für den letzten Monat, weil ich die da nicht bekommen habe. Deswegen kriege ich die nachträglich, passt auch. Dann steht hier Ausbildungsvergütung, Nachzahlung. Ja, das passt auch. Und dann kommt die Inflationsausgleichsprämie für diesen Monat. Das sind Pluszahlen. Bei der Verrechnung, da komme ich auf mein Netto, da komme ich auf mein Brutto. Das sind für diesen Monat eigentlich 1,3 tatsächlich. So, dann kommen Sozialabzüge und rechtliche Abzüge, blablablub. Das sind dann 210. Und 14,55. Dann bin ich bei 1094 Euro diesen Monat. Und dann kommt, jetzt kommt erst das Lustige, Martin. Ich weiß nicht mal, wie die da unten hinkommen, dann auf diese Summe, aber gut. Minus 100, minus 100 ist gleich 894 und 76 Cent kriege ich. Laut diesem Auszug, aber das stimmt nicht. Ich kriege die obere Summe. Oh Mann. Auf jeden Fall, ich fand's super. Ich bin extra hochgegangen, weil die gesagt hat, kannst du mal hochkommen. Dir das angucken, weil Gehalt gibt es erst morgen, ist das auf dem Konto. Aber ich muss noch ein paar Rechnungen bezahlen, außerdem ist Black Friday nächsten Monat. Plus, ich wollte mir mal was Lustiges ausprobieren. Ich will mir so... Martin, weißt du, was ein EPA ist? EPA? Ja.
Ja, das ist dieses Militärfressen, das du kriegst. Wenn du im Gefecht bist, dass du dir das so aufwärmen kannst im Schützengraben, theoretisch. Ach so. Das gibt's als Pulvergeform, dann ist es meistens gefriergetrocknet. Oder fertige Nahrung, die dann so speziell eingeschweißt ist, also halt gemacht ist. Es gibt, ich hab dir ja den Link geschickt, genau, deswegen, du weißt, um was es geht. Ich will mir davon was kaufen und das mal ausprobieren bis Ende des Jahres, ob das geil ist oder nicht. Weil ganz ehrlich, mit 420 pro Portion bist du echt gering dabei. Wo hast du mir den Link geschickt? Am Montag hab ich dir einen geschickt. Discord. Über das Bild den Link. Muss einfach nochmal Privatchat gucken. Ach ja, diesen. Genau. Das gibt's auch, das sind in den E-Pass drin. Ja, ja, wir sagen nicht mehr die Firma, weil die Firma bezahlt mich dafür nicht gut genug. Oh. Schildfirma, habt ihr gehört? Ich darf nicht mal das vorlesen, was für ein Film das ist. Nö. Also erstmal, ich weiß nicht, ob es gut ist. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2. Es ist schon frech, wie es zum Teil verkauft wird, finde ich. Nee, das muss ich erstmal beweisen. Wenn es sich beweist und immer noch gut schmeckt, dann kann man den Namen vielleicht sagen. Oder man kann eine Kooperationsanfrage stellen. Ich habe mir das überlegt, ob ich das nicht sogar mache, bei denen mal anschreibe, ob die Interesse haben. Und am besten alles unterm Teppich kehren, Leute, aber das geht nicht. Dann muss wieder irgendwie Verträge. Und dann muss ich Steuern zahlen. Und wenn ich Steuern zahlen muss, Leute, heißt das, Lars darf schön nachträglich das Ganze nochmal versteuern. Weil wenn du Sachen geschenkt bekommst, gibt es zwei Möglichkeiten, wie du die geschenkt bekommen kannst bei Social Media. Einmal, dass der das schenkt, versteuert in dem Fall mit der Product Placement Zusammenarbeitung. Oder du musst das versteuern. Und in der Mehrheit der Fälle musst du das versteuern, weil die Firmen sind natürlich zu faul, diesen Aufwand zu betreiben. Es ist auch nachvollziehbar, ganz ehrlich. Du würdest es als Firma genauso machen. Aber es ist halt voll der Arschloch-Move. Das heißt, ich zahle auf ein Produkt, was die für 0 Euro rausgeben, zahle ich Steuern. Ganz kurz, lass das mal kurz die Stelle, ich mache einfach nehmen, das schon. Ja. Ja, so wie immer halt eigentlich bei dir. Ja, war gerade eben kurz. Liegt aber halt auch an deiner hässlichen Fratze. Man sieht nichts. Oh. Adem, willst du noch was Lustiges hören? Deine Mutter liebt dich? Was? Deine Mutter liebt dich. Meine Mutter liebt mich, das stimmt. Ich weiß nicht, ob deine Mutter dich liebt, aber das ist ein anderes Thema. Nee. Meine Ex hat mich angeschrieben. Oh, Mann. Sehr schön. Dankeschön dafür, Martin. Mhm. Die war übrigens richtig arschig am Ende der Beziehung. Das hat sich so lange hingestreckt mit der Ollen. Und jetzt will die wieder, dass ich mit ihr auf ein Date gehe. Und weißt du, was ich gerade... Ich bin gerade geistig so im Kopf drin. Ich verarsche die jetzt erstmal in der Situation. Das ist zwar voll asozial, aber die hat mich genauso verarscht. Deswegen denke ich, dass es fair ist. Und ich werde sie jetzt ein bisschen verarschen erstmal. Ich will auch nichts... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will auch nichts von ihr. Weil, ganz ehrlich, wir sind so weit auseinander, wie man perspektivisch sein kann. Nicht vom Charakter. Charakter ist vielleicht die falsche Aussage. Sondern von den Ansichten und Interessen. Also teilt keine einzige Ansicht oder Interesse mit mir. Ihr wusst denn noch nicht mal, was ChatGPT ist, Leute. Oder eine KI. Also, eins von beiden sollte man auf jeden Fall gehört haben. Selbst Martin und Ex wusste, was eine KI ist. Und die hätte ich ungefähr tatsächlich auf selbe Level gesetzt, beide. Vom Wissen her. Und das ist gar nicht böse gemeint. Weil die beiden in Sozialberufen ist, da ist das nicht so stark verbreitet wie zum Beispiel in der IT-Branche. Bei Martin halt, da halt komische Freunde, die alles in der IT-Branche tätig sind. Deswegen schwappt das bei Martin leider immer ein bisschen rüber. Die arme Sau. Eigentlich will ich doch nur was mit. Martin, überlegst du dir eigentlich mal Handwerkerfreunde zu suchen? Das Ding ist ja halt Kollegen und sowas. Ja, aber ich krieg wirklich von Freunden, die auch ein Handwerk ausüben. Die müssen ja nicht mal Schreiner sein, sondern, keine Ahnung, Gas, Wasser, Scheiße. So, jetzt habe ich schon wieder ein Gewehr. Ich habe locker ein Gewehr gegraben, beleidigt.
Bitte macht trotzdem, falls meine Rohrleitung kaputt ist, dass ich kann das nämlich nicht. Egal, das ist ein scheiß richtiger Ausdruck dafür, aber... Ja, aber das ist eher so... Aber hast du echt nicht in irgendeinem anderen Gewerbe so handwerkmäßig keine Freunde? Weißt du, das ist immer so krass. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, gut, du hast Patrick. Patrick ist aber, keine Ahnung, was Patrick ist. Mittlerweile irgendwas mit, ja. Ich fahre ganze Zeit Baustellen, irgend so einen kleinen LKW oder Traktor. Das ist Patrick aktuell, ja, so für mich. Das ist Patrick aktuell. Lukas geht auch eher wahrscheinlich auf lange Frist wahrscheinlich in die IT-Branche. Dann haben wir noch bei dir Fabi. Ja, ja. Fabi ist Lokführer. Ist jetzt auch nicht wirklich so ein Handwerksgewerbe, sondern ich würde eher sagen, halt Lokführer. Hat doch eher was mit Auto und Technik zu tun. Weil du musst dafür ja kein wirkliches handwerkliches Geschick beherrschen eigentlich. Und schau, du hast, das ist für mich schon so Ende, du hast keine wirklichen Freunde, die irgendwas mit meinem Handwerk zu tun haben. Du hast nur Leute aus der IT-Branche oder irgendeiner anderen Branche. Okay, Patrick könnte man noch als Handwerk bezeichnen, was der macht. Ich bin mal echt gespannt, wie sehr Patrick seinen neuen Job bei seinem Vater gefällt. Ist jetzt kein Witz. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Patrick so viel Spaß macht, wie auf den Fällen rumzufahren, wenn ich von Patrick das immer höre. Naja. Weil Patrick... Er arbeitet bei seinem Vater dazu, deswegen... Ja, das ist klar, aber wenn ich mir überlege, dass Patrick gerne, keine Ahnung, 13, 14 Stunden Schichten schiebt mit seinem Traktor, sozusagen. Ich weiß nicht, ob ihm das so zusagt, weil sein Vater hat ja nicht mal einen Traktor. Vorder ist natürlich, er hat wieder schöne Arbeitszeiten, ganz normale. Ja. Das ganze Jahr über. Aber ich weiß halt nicht, ob es ihm so zusagt. Weil das, was sein Vater macht, kann man ja auch nicht wirklich lernen. Das ist halt irgendwie so ein Betrieb für alles und hauptsächlich Holz abholzen. Ich kann es halt echt nicht sagen, ob das Patrick am Ende Spaß macht. Aber was ich schon mal negativ auffällt, Patrick ist seitdem viel weniger auf Discord. Ja, es hat trotzdem leider auch ein bisschen lange gedauert. Das ist halt kein Betrieb mehr, kein großer. Der davor war schon wahrscheinlich verhältnismäßig groß. Deswegen hat irgendein Betrieb wird wahrscheinlich einfach gelernt und dann ist er sein Vater gegangen, also bei seinem Vater mitarbeitet. Ja, macht er ja jetzt. Genau. Obwohl ich weiß nicht, ob er den Monat noch, nee, die Hälfte des Monats hat er noch für seinen Betrieb, für sein Gewerbe, für seinen Ausbildungsbetrieb gearbeitet. Oh, ich hab keine Ahnung. Weil das ist immer Kündigungsfristen, deswegen ja. Nee. Du kannst die Kündigungsfrist 15. setzen oder Kündigungsfrist 30. setzen, deswegen. Nee, ich glaube, Patrick hat das gemacht, aber weil die noch so lange brauchen, theoretisch. Weil jetzt wird ja noch Ernte eingefahren. Und wenn Ernte fertig eingefahren ist, juckt das ja keinen mehr. Weil da haben in Anführungszeichen die Landwirte und Bauern ja erstmal Ruhe. Da brauchst du viel weniger Personal und alles. Dann kannst du besser einen ersetzen, versuchen zumindest über ein halbes Jahr, ein Vierteljahr jemanden zu ersetzen wie Patrick. Ich glaube, Patrick hat ziemlich gut gearbeitet. Patrick ist sehr schwer zu ersetzen. Ja, ich glaube auch. Ey, ohne Witz, ich glaube echt, wenn ich mir das so anhöre, Patrick, dass die Chefs immer sehr, sehr zufrieden waren mit ihm. Ja. Also was er so erzählt, wenn er mal was erzählt, hat sich das immer eher so angehört, als wären die Chefs von ihm begeistert. Ist ja auch schön für ihn, ist ja keine Sache. Soll ja vielleicht auch so sein, ein bisschen. Also, ein bisschen. Ey, mein Chef hat mich dafür heute wieder genervt mit einem Studium. Das ist auch super. Und ich sehe es schon kommen, Martin, no joke. Ich mache am Ende tatsächlich einen Werkstudent und muss beides auf eine Kante bekommen. Weil es die Firma sagt, es ist sinnvoll und du kannst damit was anfangen. Ich sehe das schon wirklich kommen. Außerdem macht das gefühlt jeder in unserer Firma. Das ist scheißegal, ein Studium brauche ich die genauso lange wie ein Meister bei mir. Also juckt es mich eigentlich am Ende nicht. Und wenn die Leute meinen, es ist einfacher, also wir haben einen Kollegen, der hat eine Art Meister gemacht, was man so in der IT machen kann auf Systemintegration. Und das unterscheidet sich nicht viel von einem Studium, so einem Dingstudium, was mein Projektleiter gemacht hat.
Ist halt alles Theorie und keine Praxis. Aber du musst halt schauen, das ist ungefähr so, ja, guter 100 Stunden, guter 60 bis 80 Stunden Job dann, ne? Zusammen. Weil du arbeitest ja 40 Stunden in der Woche. Ganz normal. Plus, dass du noch studierst, so nebenbei halt. Mehr oder weniger. Ey, da bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob mich das so extrem zieht. Weil ich sehe das jetzt schon kommen. Ich kack da ab. Und vor allem unsere Firma schickt mich wahrscheinlich dann alleine dahin. Weil die Kollegin will es jetzt gern irgendwann anfangen demnächst, ins nächste übernächste Semester, glaube ich. Im Herbstsemester wieder. Auch mit ihrem Studium. Die ist dann 2 oder 3 Jahre dort dann schon nach ihrer Ausbildung. Also man muss ja mindestens 2 sein, glaube ich, mittlerweile bei. Wenn du in Berlin studierst, musst du nur 1 Jahr nach deiner Ausbildung und dann darfst du schon in Berlin studieren. Aber okay, das ist ein anderes Thema und dann halt will die da... Also ich glaube, ich werde Wirtschaftsinformatik studieren. Weil ich glaube, der Rest ist irgendwie nicht sinnvoll. Und dann habe ich einen fucking Bachelor. Was mache ich mit einem fucking Bachelor? Ist ein Bachelor, hast du es nicht schon getan? Ja, es ist ganz schön, aber das war's doch dann auch. Ganz ehrlich. Es macht sich halt bei einem Firmenwechsel wahrscheinlich wirklich viel, viel besser zur Geltung, aber das war's dann auch. Eigentlich habe ich jetzt auch nicht vor, die nächsten 10 Jahre die Firma zu wechseln, wenn es gut läuft. Also wenn es gut läuft. Ich muss eigentlich außerdem noch einen Einstellungskuchen mitbringen. Was ist das? Ey, du musst dir überlegen, wie verfressen. Ey, da wirst du in dieser fucking Firma, wirst du echt nur fett. Wie willst du denn da dünn bleiben? Nein, lass. Du bist schon fett. Ja, aber da wirst du noch fetter. Weißt du, bald beginnt das Weihnachtsgeschäft. Was glaubst du, wie das in der Industrie für Alkohol und für Süßwaren abgeht, Weihnachtsgeschäft? Und mir wurde jetzt schon gesagt, Weihnachten ist eine spezielle Zeit bei uns in der Firma. Da gibt's ganz viele Süßigkeiten. Außerdem haben wir vorher noch die Weihnachtsfeier. Saufen und fressen auf Kosten der Firma. Das kommt noch dazu. Und plus, wir kriegen für unser... Leute, wir haben ein ganz normales Großhandel. Gehört zu uns auch. Und da kriegen wir angeblich 50 € Gutscheine. Da wird sich dann erstmal richtig krass der Alkohol hinter die Binde gekippt. Hast du Kekse? Ich hab Kekse. Kekse? Ja, Kekse. Ich hab Kekse. Willst du Kekse? Martin ist das Krümmelmonster, müsst ihr immer aufpassen. Martin, ich hab dir einen Freund mitgebracht. Hör es nicht mal an, wie das kommen uns, das weißt du, ne? Sehe, es war schon immer scheiße. Hab ich auch nicht vorgehabt. Du hörst dich auch nicht an wie Batman, du hörst dich einfach nur an wie jemand, der lange genug gekifft hat und jetzt seine Stimme komplett verloren hat. Nee. Martin, hör auf mit den Drogen. Das ist nicht gut für dich. Martin, hör auf mit den Drogen. Du bist jetzt schon krank. Was willst du denn machen, wenn du erst richtig krank bist? Kekse! Oh Mann. Oh ja. Ey, meine Schwester freut sich, glaube ich, gleich, wenn ich ihren PC da ausbaue, oder? Martin weiß, wie das aussieht und ihre ist der mittlere. Das heißt, ich habe auch nur Spaß. Und ich habe einen neuen Switch bestellt, der ist da. Oh, was ist denn hier gerade los, Alter? Ja, dein Internet leckt halt mal wieder. Lass es doch lenken. Ach, ich glaube. Aha, wie immer. Wenn Martin nicht mehr kann, geht er off. Das ist wie beim Sex, dann geht er auch weg, wenn er nicht mehr kann. Komm, vergiss mir auch nicht mehr Bock. Tschüss. Du bist ja weg, so leicht wird man ihn los. Übrigens, ich sehe noch, dass du da bist. Nur, dass du weißt. Der sagt nichts mehr, weil er Kekse will. Was Martin, Kekse gibt's morgen. Ich habe ja was getrunken. Was meinst du, wenn du siehst, dass ich da bin? Ja, beim Stream ja auf jeden Fall. Ich sehe dich auf Discord, bei mir ist Discord nebenbei offen. Hä? Ja, natürlich, ich bin nicht im Talk drin, hä?
Ich rede auf meinem zweiten Bildschirm oder dritten Bildschirm, wie du es auch immer nennen willst, ist Discord offen bei mir. Ja. Ich habe Discord auch noch auf dem zweiten Bildschirm offen. Ich habe leider nur zwei Bildschirme und keine. Ja, kauf dir endlich mal einen drin und einen vierten. Ich hab und kauf. Platz dafür, Junge. Hä, du hast locker so viel Platz wie ich. Nee, geil, Mann, jetzt. Mein Schreibtisch ist vorne Hauptbildschirm, rechts zwei Bildschirme und dann ist schon mein halber Schreibtisch. Ich habe links vielleicht nicht mal eine Handbreite noch vom Schreibtisch Platz. Ja, das nicht. Brauchst du auch nicht. Du kaufst dir einfach dieselbe Halterung wie ich für 60 Euro. Ich hab Dachschräge, du Idiot. Hab ich doch auch. Martin war jetzt einmal bei mir und weiß nicht, dass ich eine Dachschräge hab. Ja, du schlägst aber vor der Dachschräge weg. Ich sitze zur Dachschräge hin, du Intelligenzbolzen. Naja, aber drei kriegst du schon hin mit der Halterung. Das ist kein Problem. Aber wenn du eine oben drauf setzen willst, das wird halt scheiße. Wenn du so machen willst wie ich. Aber ich sag's dir, 3 ist echt ein Traum. Oder du kaufst dir einen gecurften irgendwann mal. Einen gecurften brauche ich aber nicht. Doch, das ist auch eigentlich ganz geil. Ich erzähle aus der Ich habe letztens beim Kunden, da war wie so ein Kunde, so ein älterer Herr, der so ein Ossi, weißt du, aus Ossi. Ja, ja, komm. Komm, beleidige den Osteuropäer. Was? Der? Alter, der Typ? Ich weiß nicht, was der gearbeitet hat. Irgendein, ein. Der ist halt der kann durch ganz Deutschland gefühlt laufen und fahren und muss halt bloß ein bisschen was am Computer arbeiten. So. Der Typ hat den größten fucking Gaming-PC, den ich gefühlt jemals gesehen habe, mit RGB-Beleuchtung und Wasserkühlungsstäben und allen Scheißtrick unter dem Schreibtisch stehen. Mit einem Full Monitor Curved. Ja, ich glaube, ich könnte schwören, also ich würde nicht lügen, wenn der gekürfte Monitor vielleicht seine 1,20 Meter, 1,30 Meter locker in Breite hat. Lass mich raten, der ist von der Marke Samsung, der gekürfte Monitor gewesen. Zumindest Samsung hat so einen riesen Teil tatsächlich mal vorgestellt. Bin mir nicht sicher, denke aber nicht. Aber das Ding, Alter, du hockst davor, von links nach rechts. So, fast wie meine beiden Monitore zusammen, war das Ding gekürft, in einem Zug durch. Und du schaust so, da eine volle... Extra, wir haben nämlich mal gegoogelt, es war eine extra angefertigte Gaming-Maus, wo du ja für deine Hand, genau extra für deine Handhalterung, für deine Hand, so eine extra Maus, wo du nicht mal groß irgendwie die bewegen musst, sondern du kannst es einfach nur im fast stehen so bewegen, so, weißt du? Alter, wenn ich jetzt mal geschaut, der hat die krasseste Fick ausgesucht. Ein riesen Pad unten drunter, die Maus, RGB natürlich richtig geiles Keypad von Razer Gaming Keypad. Dieses gekürfte Ding, dann wassergekühlten, RGB-beleuchteten PC unten drin stehen. Ey, Digga, was hat denn der für ein Setup? Meinst du das Teil, was ich dir geschickt habe? Ich habe dir mal einen geschickt. Oder war der noch größer? Wie sieht? Achso, ich habe den noch nicht mal geschickt. Sollte ich vielleicht mal machen. Ah, da habe ich ihn direkt. Ey, der ist ja gar nicht so teuer. Martin, hast du gerade eben 3.500 Euro übrig? Es könnte, nein, der war ein bisschen kleiner sogar. Aber es war riesig fett gekürft. Der war noch etwas kleiner. Weißt du, wie gerade der größte gekürfte Monitor aussieht? Ist das der größte gekürfte? Nein. Wie breit ist denn der? Ich schick dir gerade den größten gekürften. Oh Gott. Stolzen Preis von 3.000 Euro zahlst du für das Teil. Ich hoffe, er lädt bei dir. Bei mir lädt er leider nicht. Nö. Download bekomme ich irgendwann. Nee, nicht downloaden. Krieg ich ja, das denn rund? Download-Ding geschenkt, Mann. Ach, wir kopieren. Jetzt mach du. Nee! Ich schick dir einfach einen Link zur Samsung-Seite, dann ist es einfacher. Direkt. Samsung hat mich den größten und krassesten gekürften. 55 Zoll. 55 Zoll? 55 Zoll! What the fuck ist das? Ja, jetzt merkst du mal, was das für eine Dimension ist. Das ist, glaube ich, gerade aktuell der größte gekurfte Monitor. Wenn du den hast, brauchst du auch keinen zweiten. Aber kauf dir den erstmal. Schau mal, was der kostet, der Spaß. Und er ist sehr, sehr umweltfreundlich. Produkt. Wieso braucht man so ein Teil, Alter? Ey, ja, Multiview. Machst gleich 4 raus. Also, du hast keine Übergänge. Du machst da 4 rein. Du kannst ja dann Microsoft aufteilen, so in 4 Parts. Also, es lohnt sich schon dafür. Aber wer braucht 4 Monitore, die Mehrheit? Also, wenn du einen für 4, aber ich finde das halt scheiße.
Unten ist ein Bild dazu mal drauf aufgezeichnet, wenn du weiter runter bringst. Top. Weiter unten gibt's Top 3 Highlights, steht irgendwo, wenn du ein bisschen runter scrollst. Dann siehst du, wie ich das meine. Multiview with 4 Inputs. Du kannst aber anscheinend auch noch 4 unterschiedliche Eingänge machen. Kannst 4 Rechner anschließen anscheinend. Aber das Ding ist schon geil. Also, ich würde es nicht abschreiben, aber Leute, ich kann es halt nicht verwenden. Aber schau mal, das wird bei dir nicht mal drunter passen. Unter der Schräge, wie groß das ist. Ich weiß nicht mal, ob es bei mir reinpassen würde. Aber ich würde mir das Ding nicht kaufen. Erstmal viel zu teuer. Ja, du kannst 4 unterschiedliche Geräte auch anschließen. Du kannst den dann splitten, sozusagen, 4 Bildschirme. Es ist ja auch so ein Bedienpad dabei. Aber das Ding ist halt schon krass. Und das ist so ziemlich das größte Ding, was es aktuell gibt. Genau, oh, du kannst es wirklich... Ey, aber es hört sich schon irgendwie geil an. Weil ganz ehrlich, du brauchst halt keine 4. Das ist das Teil und die Übergänge sind smoother. Und wenn du schneiden willst, dann sind die Curved tatsächlich echt ein geniales Teil. Für Videoschnitt. Aber, wie gesagt... Das glaube ich mir. Ja, weil du nicht mal zwischen Monitor und der Switch musst, sondern kannst du eigentlich auf einen Grund nicht nur, Monitor... Nicht nur switchen, nicht nur switchen ist da das Problem beim Schnitt. Sondern du hättest gerne diese Timeline, die unten liegt, wo dein Video drauf ist, etwas breiter aufgefächert, damit du ein bisschen besser mehr siehst. Und in Sekunden. Und da ist es viel angenehmer so, aber es ist schon geil, aber ich würde es mir nicht kaufen. Erstmal, ich finde gecurved tatsächlich zum Zocken scheiße. Und dieses Verfahren von einem Monitor finde ich tatsächlich auch fürs Arbeiten schlecht. Ich hätte lieber in der Firma statt einen gecurved, ich habe einen gecurved in der Arbeit. Ja. 227 Zoller. Weil, wenn ich in ein Team-Meeting gehe, übernimmt Teams die komplette Breite des Bildschirmes. Das heißt, auf gut Deutsch, wenn ich noch nebenbei die Leute sehen will oder denen ihre Reaktion mitbekommen oder Chat lesen möchte in Teams, muss ich, wenn ein Teams offen hat, oder ich mache was anderes. Und das ist doch voll für die Katz. Weil das Ding mit den normalen Windows-Pop-Up-Fenstern, wo du das auch kombinieren kannst oder auf normalen Bildschirm 4 teilen kannst und Shit anbest, das ist das, was ich mich ankotze, wirklich. Ja, das ist schon geil, die Funktion, keine Frage. Aber das funktioniert nicht mit Sachen, mit vielen Sachen. Kannst die Hälfte machen, ist es mehr, ein bisschen mehr, weniger, wegen Aufteilen, viel. Nein, da musst du den Task nehmen und dann Windows Pfeiltaste drücken, wo du es hinhaben willst. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal meinen Google-Teil. Ja, ja, dann, wenn du es drin hast, Windows und Pfeiltaste. Wenn du rechts machst, geht er nach rechts an die Hälfte. Ich kann, wenn ich den jetzt hier maximiert habe. Ja. Ich kann ihn ja minimieren, ich kann ihn ja so, dieses, dass er kleiner wird, dieses, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja. Und was hier zum Beispiel machbar ist, ich könnte, wenn ich jetzt auf den, wo ich den kleiner mache, draufbleiben, wenn ich die Auswahl zwischen den gehaltenen, sagen wir mal, eine 2/3 auf 1/3. Ja, aber die nutze ich nicht, die Funktion. Eine halbe und dann hat dieses quergesetzte geviertelt auf 4. Ja. Und klein, groß, klein. Oder, was ich auch rausgefunden habe, wenn du es in der Maus hast, wenn du Maus hast und damit rumschieben möchtest, ja. Oben auch zum Balken auf, den du hoch kannst und das dann da auswählen kannst, was du da wie haben willst. Ich mach da, aber ich brauche ich switch nur meistens die Monitor 2 Teile. Ich brauche nicht mehr. Dann halt so, ja, hier, wie viel nimmst du eigentlich vom eigentlichen PC Bildschirm ein und du kannst dann hier, die sieht ich halt mit DC dann einfach mal da auf die Teil. So, zack, und das dann so, zack. Martin, ich kauf mir den Rechner jetzt sofort, den Bildschirm. Okay. Warte mal, ich muss dir mal Stefan schicken. Stefan hat sich... Übrigens, Leute, ich baue den PC jetzt doch selbst. Ich habe einen Arbeitskollegen, der macht das mit mir. Ey, aber das Ding ist echt geil. Also, gekürzt sieht schon nice aus und so, aber... Ja, es ist auch geil, aber... Das Teil ist sicherlich auch geil, weil du mehr Sachen gleichzeitig machen kannst. Aber... Zum Beispiel, weil ich schon mein Problem wieder auf die Grenzen meiner Technik stöße. Ich habe gerade mal angeschaut, da ist auch so ein Controller dabei, so ein schwarzer. Wo dann die Bildschirme reingehen. Der Bildschirm ist an dem Controller wahrscheinlich irgendwie angeschlossen. Und der Controller hat 3 HDMI-Eingänge und ein DisplayPort. Ich habe gar keinen einzigen DisplayPort. Aber du kannst LAN direkt anschließen. Und du kannst ihn noch als Switch nutzen. Es ist schon ein geiles Ding, keine Sache. Keine Frage. Es ist schon ein geiles Teil. Aber für 3.500 muss ja auch erstmal stemmen können.
Übrigens, wir wollen ja nicht die Marke Samsung gut reden, die sind, glaube ich, die einzigen, die es aktuell herstellen, so ein Teil. Die haben sogar eine Auszeichnung bekommen letztes Jahr. Ja, dann ist der schon seit 2 Jahren auf dem Markt, mehr oder weniger. Aber, Junge, schau dir mal den Fuß an. Du kannst sogar noch den Fuß bewegen. Also hoch und runter ziehen. Ja. Obwohl das Ding halt schon so riesig ist. Wir wissen ja beide ungefähr, wie groß das ist. Du kannst es nur hochschieben. Übrigens, Leute, Stefan ist der Arbeitskollege, mit dem ich nichts zu tun habe, aber der mit mir im Büro sitzt noch unter anderem zusätzlich. Wie die Leute es interessiert. Ja, und mit dem mache ich sehr viel Müll. Weil der auch gerade, der ist jetzt ausgelernter Informatiker, nach dem Jahr. Übrigens, soll ich dir eine lustige Eigenschaft von Stefan erzählen? Ja. Stefan ist kein Deutscher und hat voll den deutschen Namen. Und wir reden nicht nur vom Vornamen. Nachname? Da sage ich doch hier nicht offen. Ich dachte doch nicht seinen Nachnamen, bin ich bescheuert. Ach, stimmt, das heißt, du bist Stream. Ich kann dir den aber schicken. Warum? Du musst mir sagen, ob der deutsch ist. Ich würde schon sagen, dass der deutsch ist. Und Stefan ist nicht, also hat keine deutschen Wurzeln, zumindest. Max. Jetzt kommt der Professor. Ich sehe das schon. Nicht so. Doch, das ist schon ziemlich deutsch. Der Name. Da ist die Frage, was. Was glaubst du? Was für eine Nation gehört er an? Türke. Was? Türkisch. Nö. Wir haben viele Türken im Büro, aber er ist kein Türke. Sag mal, komm, 3 Versuche. 2 hast du noch. Welche grobe Richtung? Himmelsrichtung von Deutschland aus? Westen. Nee, nicht Westen, Osten. Auch Westen. Was? Westen, Osten ist ungefähr gleich lang wahrscheinlich. Chinesen. Nö. Einen Versuch hast du noch. Das ist nicht mein salziges Twix, Leute. Als Westen und Osten hast du so, das sind grob gleiche Länge. So. Wenn du nach Osten fliegst, brauchst du genauso lang, wie wenn du von Westen aus fliegst. Nach Westen fliegst. Pi mal Daumen. Was ist genau hinter uns, Mann? Das ist schwer. Du weißt auf jeden Fall, dass er Asiat ist. Ist das Asiate? Also können wir jetzt Chinesen? Also die Frage ist, ist es Koreaner, Japaner oder ist es Vietnamese? Ich sag Japan. Nö, Thailänder. Thailänder? Na, sag mal nochmal, der Name passt auf jeden Fall zum Thailänder. Mit Nachname. Ja, der Nachname ist. Bei manchen die Thailänder automatisch. Also es geht schon zum Thailänder, aber der Name der ist halt trotzdem. Junge, da ist ein Ö drin! Ja, und das ist der Ö sein. Mit dem Namen. Glaubst du, in den vielen anderen Ländern gibt's Namen mit einem Ö drin, mit einem Umlaut, mit so einem speziellen Umlaut, den es eigentlich nur im Deutschen wirklich gibt? Gott sei Dank, Martin, ich erkläre dir nochmal kurz die Welt. Weißt du, wie die Erde entstanden ist, Martin? Durch einen Urknall. Gott hat sie nicht geschaffen in 7 Tagen. Dann lebten hier auf ein paar Millionen Jahre Dinos. Die hatten halt auch das Problem mit der Klimakrise, so wie heute. Und dann ist der Asteroid gekommen. Da hat nicht das Klima den Ende Strich gezogen, sondern der Asteroid. Dann ist die Erde so ein bisschen, naja, eingestaubt worden. Und dann kam der Homo Sapien. Was für eine traurige Missgestalt der dann geworden ist. Sehen wir vor allem an uns beiden. Und bald kommt wieder der nächste Asteroid, weil wir sind ja wieder dumm und wir müssen uns ja auslöschen lassen. Das gehört schon so. Martin, hast du aufgepasst in deinem kurzen Crashkurs? Ja. Wir sind alle dumm, wir werden alle sterben. Hervorragend.
Mai hat genau das mitgenommen, was man mitnehmen sollte aus meinem Kurs. So, ab sofort könnt ihr euer meinen Kurs auf meiner Internetseite blablabla.com kaufen und nur noch 30,95 € heute nur noch zu schlagen. Kommt, Leute, sonst nur 99,99 €. Apropos, Leute, kauft meinen Merch, es gibt gerade 25% Rabatt. Lars hat heute Rabatt auf seinen Kurs Anzahl. Auf meinem Kurs. 98,99 €. Sonst kostet es nur 99,99 €. Schlag. Jetzt halt mal die Klappe da drüben. 1 €. Also Leute, ab heute sind 25% auf meinen Shop. Wer noch Bock hat, irgendwas zu kaufen, ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Weil den gibt's heute und morgen. Also, glaube ich, ja, 25. Genau, auf 2 Tage. Wenn ihr noch was braucht, keine Ahnung. Was braucht man denn so? Eine krasse Tasse mit Netschi, aber waren Sie schon mal auf dem Kanal von Lars LJ? Oder ihr braucht einen geilen neuen Turnbeutel und wollt ein bisschen zeigen, dass ihr E-Sportler seid. Es gibt auch noch das Design mit einem Game-Controller, wo mein Name draufsteht. Oder ihr wollt einfach nur was Niedliches, dann kauft euch mal ein Panda-Design. Gibt's alles im Merch, ist unten verlinkt. Es gibt aktuell wirklich 25% Rabatt. Kein Witz, keine versteckten Kosten. Ich glaube, die T-Shirts werden irgendwo in Asien produziert, aber der Druck ist made in Germany. Der Druck ist made in Germany, das ist wichtig. Ah, und ihr könnt auch, na gut, ich habe keine Fairtrade-T-Shirts drin, aber es gäbe die Möglichkeit auf Fairtrade. Nate hier, aber waren Sie schon auf dem Kanal von Lars und durch dich, hier? Oder? Übrigens, der QR-Code führt wirklich zu meinem Kanal. Nein, echt? Also Leute, falls ihr daran noch Interesse habt. Was? Gibt's gerade 25%. Was war das, was ich mir letztens mal kaufen wollte? Ich hab dir eine Tasse gekauft. Yo. Ich glaube, den Controller war's dabei. Der Controller auf der Tasse, glaube ich, war das sogar, ja. Ja, da hab ich dir eine Tasse gekauft. Zum Geburtstag es bekommen. Er muss leider schon sagen, es sind diese Bilder, die schon überall bei jedem Artikel irgendwie immer verwendet werden. Diese Fertigbilder, wo einfach nur so ein Batsch ist. Ja, das ist ja auch ein Fertig-Merch-Store, da wird ja nur mein Design drauf geladen. Deswegen sieht das manchmal auch echt scheiße aus. Schau dir mal beim Panda-Pudi an, geh da mal drauf, da ist auf einmal das Design über dem Bändchen. Doch, in dem einen Bild, wenn du drüber gehst, ist das mit der Panda auf einmal über dem Bändchen. Das geht natürlich wieder am Ende nicht so sein. Also. Das ist halt schlecht gepixelt an der Stelle. Wenn man dran zoomt. Bändchen? Ja. War das Windows Photo? Gibt das denn noch? Nö. Ah, oh, ich kann. Ach, da. Ich hab's. Merkst du was? Siehst du, was ich meine? Die Kleinanzeige von dem Bändchen, das hängt und der Panda einfach drüber geklatscht. Nee, aber ich kann ganz offen sagen, und ich denke, Martin kann dazu auch ganz offen sagen, die Qualität spricht für sich von. Ey, yo. Also, ich habe noch nie was Schlechtes gehört. Ich habe von denen. Noch einmal waschen, dann ist eingelaufen, aber zum Glück ist das große bestellt. Ja, ist halt überall auch die gleiche Bewerbung, weil es halt das Produkt ist, nur mit unterschiedlichem Druck. Die Qualität des Stoffes könnte etwas besser ausfallen, ebenso könnte an der Qualität der Farbe. So, Leute, kurz zu euch noch zur Info. Ich habe mal kurz Martin gestimmt. 25% auf Hoodies, Sportbeutel. Ich kann sagen, ich bin überzeugt von der Firma tatsächlich, von Spray Shop, die dahinter steht. Ich habe von denen drei Funktions-Shirts tatsächlich mittlerweile. Ein weißes, ein schwarzes und ein Navy-Seal-farbenes. Ich habe eine Kapuzenjacke von denen, schwarze, ist auch Baba-Produkt. Ich habe eine Tasse, aber da will ich mir noch mehrere kaufen tatsächlich. Auch eine normale, aber ja, die kommt halt ins Büro, damit ich da in die Tassen werfen üben kann. Und ja, Leute, es gibt insgesamt ganz geile Produkte. Wenn ihr Bock habt, es gibt auch Aufkleber mit dem ganzen Schmarri, Mützen, Kissen. Es gibt sogar den absolut legendary Controller Last LJ Bierkrug. Den empfehle ich euch. Und ja, Leute, falls ihr was braucht, schaut gerne rein. Martin empfiehlt euch auch den Bierkrug. Martin, du bist auch ein Nennen für den Bierkrug, oder? Ein Bierkrug? Ja, da gibt's einen Bierkrug mit meinem Merch drauf. Kostet auch nur 21 €, was halt super teuer ist für einen Bierkrug. Aber egal. Zumindest hier in der Region. Was? Nee, halbes. Ey, du kannst ihn aber in die Spülmaschine reinigen. Von Handspülen verlängert die Haltbarkeit des Druckes. Also Leute, es gibt noch bis morgen 25%. Und ja, haut da rein und
Tschüss.